Consolata optime, dulcis hospes anime, dulcere frige. Gestern, meine liebe Schwestern und Brüder, gestern konnte man in einem Nachrichtenmagazin eine Überschrift entdecken, die hieß Deutschlands religiöse Obsession. Ich fand das eine interessante Beobachtung. Ich wusste noch nicht, dass ich in einem Land lebe, das von einer religiösen Obsession gepackt ist. Und in diesem Artikel stand dann folgender Satz: Tatsächlich sind die Übergänge zwischen Wahn und extremer Religionsausübung fließend. Wahrscheinlich, wenn Sie Pfingsten zum Gottesdienst gehen, ist das auch eine Form extremer Religionsausübung. Und wir haben in den Schrifttexten heute gehört, dass das offenbar zum Beginn des Christentums gehört. Die sind irgendwie verrückt, sie sind betrunken, sind die ersten Reaktionen, wie wir in der Lesung aus der Apostelgeschichte hörten, auf das Wirken des Geistes. Diese Überschrift und eine Diskussion, die uns wahrscheinlich noch beschäftigen wird, natürlich geht es auch um den Islam, es geht auch um das Christentum, es geht auch um unser Verhältnis, wie wir als religiöse Menschen in diesem Land leben. Aber Überschriften hat man schnell geschrieben und Stimmungen sind schnell gemacht. Aber genau hinzuschauen, was bedeutet es denn? Ich glaube, Pfingsten ist auch eine Einladung an uns, genauer hinzuhören und hinzuschauen, was ist denn Christentum für eine Religion? Es gab dieser Tage auch von einem berühmten Religionssoziologen den Vorschlag, naja, Weihnachten und Ostern sind noch irgendwie Feste, die eine Brücke in die säkulare Gesellschaft haben. Fest der Familie, Fest des Lebens, so Frühlingswehen auferstehen, okay. Aber Pfingsten, das ist nun wirklich jetzt ein Fest, das ist so innerkirchlich, das versteht niemand mehr. Ich staune schon heute Morgen, dass unsere Kirche voll ist. Wir widerlegen jetzt schon mal ganz schön den Religionssoziologen, finde ich gut. Aber darum geht es ja nicht. Pfingsten, ein rein innerkirchliches Fest. Und wir können das ändern, so dieser Soziologe, indem wir sozusagen ein interreligiöses, multikulturelles Fest daraus machen, wie das ist mit den verschiedenen Sprachen. Das ist eine nette Idee, liebe Schwestern und Brüder. Vielleicht können wir das auch irgendwann mal machen, vielleicht nicht unbedingt Pfingsten. Auch hier, in dieser Aussage, liegt die Einladung, uns zu vergewissern, was denn Christentum eigentlich ist. Ich habe den Eindruck, bei all diesen interreligiösen Überschriften wissen die Christen am wenigsten, für was sie stehen, was sie glauben, was der Geist Gottes in ihnen wirkt, bis heute. Warum wären wir sonst hier? Es ist der Geist Jesu Christi, der wirkt. Jesus hat den Jüngern gesagt, er wird euch an alles erinnern, was ich getan habe, was ich gesagt habe. Christentum ist keine Ideologie, ist keine neue Idee in dieser Welt und ist in diesem Sinn auch kein Programm. Deshalb ist jeder Aktivismus von Kirche immer schon verdächtig. Weil es sich dem Verdacht aussetzt, nicht wirklich verstanden zu haben, um was es im Christentum geht. Aber wenn wir sagen, Pfingstfest ist der Geburtstag der Kirche, wo Kirche ihre eigene Identität empfängt, was bedeutet es dann? Christentum, so sagt es ein großer Theologe des 20. Jahrhunderts, Christentum ist die Religion der Errettung, der Erlösung. Nun werden Sie vielleicht fragen, mit manchem kritischen Zeitgenossen, ja von was denn? Menschen sterben ja immer noch. Es gibt noch so viel Leid in der Welt. Jeder von uns und jede könnte wahrscheinlich eine ganz kleine oder große Litanei davon aufzählen, wie viel Leid und Kummer es gibt, wie viel Sorgen, wie viel Traurigkeit. Also was heißt da, Christentum ist die Religion der Erlösung und Errettung? Welche Form von Errettung und Erlösung ist das?
Die Errettung, von der das Christentum spricht und kündet, setzt nicht irgendwo an, sondern bei der Wirklichkeit. Ob uns das nachdenklich gemacht hat, was wir da eben als Evangelium hörten? Jesus tritt nach seiner Auferstehung in die Mitte seiner Jünger, in die Mitte von Furcht und Angst, in die Mitte eines kleinen, verschlossenen Raums. Man hat aus Angst alles zugerammelt. Dort ist man jetzt, Jünger Jesu, so ähnlich wie bei uns heute. Was kommt dann? Als erstes der Wunsch des Friedens. Der Wunsch des Friedens an die, die wenige Stunden oder Tage vorher weggelaufen sind. Wir sind deine Jünger. Wir folgen dir nach. Wir sind deine Kirche. Nichts mehr. Alles hat sich in Luft aufgelöst, als es hart auf hart kam. Und genau in diese Mitte tritt der Auferstandene, der Lebendige, und sagt: Friede mit euch. Und er haucht sie an. Er schenkt ihnen seinen Geist. Er teilt sein Leben neu aus. Und wo setzt er an? Es kommt kein Programm, keine Idee, keine Handlungsanweisung. Passt mal gut auf. Ich schicke euch jetzt in die ganze Welt. Ihr kommt nicht nur in Asien herum, hier in Kleinasien, sondern nach Griechenland. Ihr werdet nach Europa kommen, bis nach Rom. In die ganze Welt kommt meine Botschaft, müsst ihr gut Acht geben. Ihr müsst dies und jenes beachten. All von dem ist keine Rede, kein Wort, sagt Christus. Er haucht sie an und sagt: Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Ist das nicht etwas Merkwürdiges? Wenn wir es ein bisschen zugespitzt sagen, hat der Ostern nichts anderes zu sagen als Beichte? Wenn wir es einmal ganz auf katholisch drehen. Keine andere Botschaft? Ist das alles? Ja, liebe Schwestern und Brüder, das ist alles. Denn es bringt auf den Punkt, worum es im Christentum bei der Erlösung und Errettung geht. Gott hat diese Welt ins Dasein gerufen. Wenn wir heute das Ende der Osterzeit, die Erfüllung feiern, sollten wir uns an die Schrifttexte erinnern, die wir zu Beginn dieser Zeit gelesen haben. Den Schöpfungsbericht. Gott hat gesehen, dass alles gut war, was er geschaffen hat in 6 Tagen. Und am 7. Tag ruhte er. Und er sah, es war gut. Die Schöpfung, die Tiere, die Menschen, gut. Aber dann schleicht sich in der Freiheit, die Gott dem Menschen schenkt, dieser Widerpart ein, alles, was sich gegen Gott stellt. Wir könnten es Hochmut nennen, wir könnten es Größenwahn nennen, alles das, was uns nur allzu sehr vertraut ist. Das ist der große Fall des Menschen, von dem der Mensch erlöst werden muss. Aus dieser radikalen, ich zitiere noch einmal diesen Theologen, das Christentum spricht nicht von der Errettung aus den kleinen Kümmernissen und Sorgen, sondern von der Errettung des Menschen aus der radikalen und tragischen Veränderung, die im Menschen selbst vor sich gegangen ist und immerwährend vor sich geht, einer Veränderung, die er aus eigenem nicht beheben kann. Der Name dieser Veränderung ist Tod. Tod nicht einfach als Verkürzung des Lebens, sondern als eine Verwandlung und als seine Verwandlung in ein sinnloses Erlöschen und die Verwandlung der ganzen Welt in einen kosmischen Friedhof. All das braucht Errettung. Das ganze Bild der Welt, das Bild des Menschen braucht diese Errettung aus einer leeren Betriebsamkeit, die nur in die Verwesung und in den Tod führt. Es braucht ein Leben, das besteht und das nicht altert. Dieses Leben tritt an diesem Tag in die Mitte dieses verschlossenen Raumes und damit in die Mitte der Welt. Gott gewährt seine Kraft.
Gott selber ist ja dieses Leben, das der Mensch verlor. Nicht durch Zwang oder Drohung, sondern Gott selbst erscheint als das Leben. Und wir können das noch genauer und konkreter sagen, was das Christentum lehrt in seiner Erlösung. In einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort ist in einem bestimmten Individuum das göttliche Leben erschienen, in der Gestalt des vollkommenen Gottes und vollkommenen Menschen Jesus Christus aus Nazareth in Galiläa. Auch darüber gibt es viel Skepsis, bis hinein in theologische Kreise. Aber selbst wenn manche Wissenschaftler, wie gesagt auch Theologen, meinen, naja, kann man das so sagen, müssen wir das nicht ein bisschen relativieren, ein Faktum bleibt bestehen. Es gibt seit 2000 Jahren kein politisches Programm, keine Regierungsform, keine philosophische Idee, die sich nicht geändert hätte, die nicht über den Haufen geworfen wäre. Aber es gibt seit 2000 Jahren Menschen, die an Christus glauben, an diesen einen Christus. Und das, liebe Schwestern und Brüder, ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Wenn wir das zuweilen immer wieder lesen oder auch hören, Pfingsten, da muss eine neue Kirche her. Wir brauchen keine neue Kirche. Es ist die alte Kirche. Es ist genau jene Kirche, die hier in Jerusalem hinter verschlossenen Türen saß. Es ist immer noch die gleiche. Die Kirche der Angsthasen und die Kirche der Versager. Die Kirche der Sünder und denen, die weglaufen, wenn es spannend wird. Das sind wir. Aber in diese gleiche Kirche tritt der Auferstandene, der Lebendige und haucht uns an. Er haucht uns seinen Geist ein. Er schenkt uns sein Leben. Er schenkt uns die wahre Wirklichkeit dieser Welt. Diese Wirklichkeit kann man nur entdecken, wenn man lernt, von Ostern her nicht nur zu denken, sondern mit den Augen des Auferstandenen diese Welt zu sehen. Es gibt nicht Wirklichkeiten nebeneinander. Wie es nur eine Wahrheit gibt, die ungeteilt ist. Eine Wahrheit, die Jesus Christus heißt. Nicht noch andere, kleinere oder größere Wahrheiten daneben. So nur eine Wirklichkeit. Und deshalb braucht es die Kirche, um selber zu lernen, zunächst an sich, dass wir mit den Augen dessen sehen sollen, der uns anhaucht, der uns seinen Geist schenkt, die Schönheit dieser Welt zu entdecken und in allem das Licht zu sehen, das Licht eines bleibenden, geretteten Lebens. Diese Spur, liebe Schwestern und Brüder, zieht sich seit 2000 Jahren durch diese zuweilen dunkle und gefallene Welt. Aber es ist nicht nur eine Spur der Hoffnung, sondern eine Spur des Lichtes, eine Spur des einen wahren Lebens. Des Lebens, das wir nur in Christus finden. Und selbst wenn wir zur nächsten Überschrift beitragen, dass das eine Obsession ist, eine neue religiöse Obsession. Diese Spur des Lebens und des Lichtes, der Geist des auferstandenen Christus, der uns zu seiner Kirche macht und uns neu sehen lernt, dieses eine Leben, das Gott will und das Gott gut will und das Wirklichkeit ist, dann kann man uns allen, unserem Land und allen Menschen nur diese Obsession wünschen.